Hey und ho, euer Fürst von Wiesenfels meldet sich mal wieder aus dem Server oder von dem Server aus Neu-Wiesenfels. Ich wage auch ein Experiment. Der Server ist momentan pickepacke voll. Aber ich versuche trotzdem mal jetzt hier ganz locker eine Folge abzudrehen, ohne dass hier vielleicht irgendwas Peinliches passiert oder so. Es scheint gerade ganz gut zu laufen und es liegt natürlich auch an unserem super Team, dass er alles schön im Griff hat. Muss ich ja auch mal betonen. So, ich habe nämlich jetzt hier ist voll das Baufieber ausgebrochen. Ich habe eine Vision nach der anderen. Ihr wisst, dass ich in der letzten Folge da drüben war. Ich habe die Gläser hier eingesetzt, also beziehungsweise die Scheiben. Ich habe von diesen Säulen gesprochen. Wir sehen das hier. Dieser Vorbereich praktisch. Da habe ich jetzt diese Säulen auch auf die andere Seite gestellt. Und ihr seht hier nach außen etwas verbreitert. Fenster eingebaut. Ich wollte jetzt hier mal mit Holz machen. Um das so ein bisschen, ja, so Steine sind doch irgendwie, die geben auf den Keks. Holz hat so ein bisschen so einen weicheren, wärmeren Charakter. Da habe ich immer hier ein bisschen Ziegelstein erstmal eingebaut. Da drüben, das mache ich noch irgendwie mit dem Boden da. Dieser kleine Kanal hier, den habe ich jetzt so angepasst, dass der immer mit diesen Säulen anschließt hier. Ja, und das ist dann sehr schön. Glaube ich, wenn man jetzt hier so reinkommt. Ja, das hat schon was, das ist ein bisschen Prachtvolles einfach, ne? Und jetzt hatte ich gerade oben wieder eine Vision. Wie komme ich denn da hin? Ja, da muss ich hier rauflaufen, auf die Mauer hüpfen. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Es versuchen inzwischen auch immer ganz viele Leute hier so einzudringen in die Burg, in diesen oberen Bereich, den ich ja ringsherum abgesperrt habe. Aber inzwischen, ne? Ist es mir gelungen, zum Beispiel immer so heimlich jemanden zu beobachten, der dachte, ich wäre nicht da, und dann habe ich den beobachtet, wie der um die Burg rumschlich und da versucht hat an der Ecke und da und ist er hier rum und dann ist er da lang und hat da hinten versucht irgendwie und dann wollte er da und dann war da irgendwo eine Öffnung, da ist er wirklich durchgekommen. Ich habe ihn natürlich sofort zur Rede gestellt und geköpft. Nein, habe ich nicht. Ich habe mich bedankt bei ihm für den Hinweis. Und habe da jetzt vorne auch alles abgesperrt, sodass da niemand mehr durchkommt. Ja, normalerweise bin ich da ja nicht so streng. Das ist jetzt nicht so wichtig, ne? Es ist eher mehr so ein kleiner Spaß. Aber trotzdem möchte ich natürlich so schon, wenn ich irgendwelche Sachen baue, dass ich die dann noch selber mal vorstellen kann oder den Leuten mal zeigen kann. Ja, dass die nicht einfach hier so per Gewalt plötzlich so reinkommen da und sich das alles selber. Ich finde ja dauernd offene Klappen. Die machen manchmal die Klappen hinter sich zu. Finde ich nicht so gut. Schaut mal eben weg. Gut, ich habe mir nämlich gerade mal eben ein bisschen Holz gecheatet. Ich habe hier so eine Vision gehabt, wie ich diesen Bereich hier, diese, ja, was ist das? Ja, so eine komische, so gartenartigen, keine Ahnung, ne? Alle Architekten oder architektonisch begabten Leute unter euch, die schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen, weil ich irgendwelche Fachbegriffe nicht kenne. Hier so ein Säulengang und dahinter so einen kleinen Hof, das hat doch bestimmt irgendeine Fachbezeichnung. Aber gut, ich hatte jetzt hier die Idee, das nicht komplett zu überdachen. Das wäre mir so ein bisschen zu fies wieder geworden, zu dunkel. Ich wollte das eher locker machen. Also stelle ich mir vor, ja genau, das soll ich machen. Dann hier so einen Spinnenschutz. Einfach hier mal so eine, das mache ich sehr gerne an Burgen. Das wisst ihr auch schon vor der Original-Wiesenfels. Da ist auch ringsherum so ein Holzsteg, auf dem kann man toll Wache schieben nachts. So, und der hält natürlich auch die Spinnen ab, ne? Und ich finde, das ist so eine ganz, ja, ganz attraktive Art für Burgen zumindest, wenn man sowas baut. So, das schließt jetzt hier vorne an. Ich denke, das ist optisch auch okay. Ein klarer Übergang da vorne. So. Da kann keine Spinne mehr. Ich check mal eben hier, ob jemand hochspringen kann. Ne, von da hinten kann hier keiner hinspringen. Von da unten kann auch keiner hochspringen. Also ist das überhaupt kein Problem. So, und jetzt wollte ich das ein bisschen lockerer haben. Nicht so ein Dach drüber, sondern eher, ja, schwebt hier mir was vor. Mache ich das mal so eben. Ich weiß gar nicht, ob ich das was schaffe. Ja, geht aber und... Ah, nee, das ist jetzt doof. Da sollte nämlich... Obwohl, das probiere ich trotzdem mal. Da wollte ich jetzt ein Stück Treppe einbauen. Das würde natürlich jetzt nahtlos passen. Hätte ich hier auch normale Holzblöcke genommen, ja, dann wird das hier oben ja nahtlos dann mit einer Treppe passen. Laufe ich mal eben zu meiner Werkbank. Ist ja alles da. Alles vor Ort, ne?
Gar kein Problem. Schwupp haben wir uns. Ah, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das sind. Ich habe nicht drauf geachtet, wie immer. Ich zähle ja nie, ne? Und das sind bestimmt ein bisschen mehr Stufen, die ich da brauche. Dann laufe ich wieder hier. Ein kleiner Umweg, den werden wir dann bald. Brauchen wir dann nicht mehr hin und dann ist das okay. Ja, es gibt so viele tolle Plätze, wo man bauen könnte, ne? Sagt er da gerade. Ein neuer Gast, der hat mich auch schon freundlich begrüßt und mich erkannt, ausnahmsweise auch mal. Ja, und sucht sich da wohl offensichtlich gerade Bauland. Ja, es ist ein großes Land. Wir haben hier noch viel Platz auf dem Server. Immer noch gibt es hier so Gegenden, die nur ich wahrscheinlich als einzigster überhaupt betreten habe. Ich bezweifle sogar, dass da jemals überhaupt Mods oder Admins waren. Ja? Ich bin hier schon in Gebiete vorgedrungen. Ja, wir haben schon mal gehört, wir haben ja hier so eine Grenze von 1500 Blöcken in jede Richtung. Vom Zentralplatz aus gesehen, ungefähr, nur immer ungefähr Angaben. Aber da kamen schon Leute, die sagten, oh, so wenig, ach nee, was hat denn Scheiße hier klein und so. Ja, hier, die haben keine Ahnung, ne? Ganz, ganz einfacher Fall. Ah, ich glaube, das wird ganz gut, so wie ich das hier so mache. Wo ist denn meine, warum habe ich denn meine Treppen hier nicht im Slot? Ja, aber es ist wirklich noch riesengroß. Wir haben da unten noch Kontinente. Na, da gibt es nur ganz wenig, wenn überhaupt, Siedler. Da muss ich mal hin, mal gucken, vielleicht kann ich da auch mal irgendwie noch so was errichten, irgendwie, um das attraktiver zu machen. Im Moment ist ja noch gut und ne, ich freue mich nur immer, wenn die Leute ein bisschen weiter auseinander wegbauen. Das ist die Sache, ne, auf dem Server. Also. Gerade wenn größere Bauprojekte geplant sind, ja, dann finde ich das einfach viel besser, wenn Leute so ein bisschen entfernter voneinander bauen. Ja, das ist, könnt ihr euch vorstellen, wenn das sich dann ruckzuck haben wir dann so drei Großprojekte praktisch in der gleichen Ecke, dass das nicht so toll ist, ne, weil man kann da gar nicht so gut reisen und mal sich irgendwie ein Ziel vornehmen. Das könnte doch noch eine bisschen bessere Form haben hier irgendwie. Ich weiß auch nicht wie. Sag doch mal wie, ja. Aber vielleicht mal so. Ich probiere das mal an einer Säule aus. Die baue ich dann mal wieder ab. Dann baue ich hier mal hoch. So. So vielleicht. Ja, mal gucken aus der Entfernung. Ja, ist manchmal mit den Visionen nicht so einfach. Ach, ich weiß auch nicht. Doch, ich weiß. Ich weiß. Das müsste auch eine Treppe rauf. So, pass auf. Wie krieg ich denn das jetzt hin, dass sie in die richtige Richtung zeigt? Hier. Hallo? Ah! Ja, super. Jetzt komme ich natürlich überhaupt nicht rein. Ah, toll. Ah, doch, ich komme rein. Ich komme rein. Diesmal dürft ihr auch zugucken. Zack. Puff, macht das dann immer. Ja, trotzdem habe ich das gleiche Problem immer noch. Gut, da muss ich mal ein bisschen Erde, muss ich mal ein bisschen hier so ein Baugerüst bauen. Hätte ich vielleicht gleich tun sollen. Ah, nicht nochmal runterfallen. Komm, ist gut. Darüber springen. Ah, ja. So. Und jetzt einfach mal so ein Hüpfer, schön gerade gucken. Und dann haben wir doch da so eine schöne Treppe dran. Und dann gucken wir uns die noch aus der Ferne an. Hoffentlich passt das jetzt. Das ist okay. Das ist so. Der Block ist, glaube ich, dann nicht so passend hier. Den mache ich mal weg. Der stört mich. Ja, so kommen wir dann hier wenigstens auch mal rum. Ne, stellen wir uns ganz dumm und kommen da auch rum. Da musste erst so ein. Wo ist das denn überhaupt? Ach ja, hier. Noch ein normaler Block drauf. Einmal so. Da brauche ich wieder ein Baugerüst. Falls du Holz brauchst. Was schreibt er? Muss ich mal gucken hier. Was erzählen die eigentlich die ganze Zeit? Sachen gesperrt. Brauchen wir die Pilzfarm, Nachbarschaft, Finnwach. Ja, die machen das schon alles. Und das ist auch sehr schön. Ich finde das sehr gut, wenn so Spieler sich untereinander helfen. Dafür ist das eigentlich ja auch gedacht, dass die Leute sich ein bisschen anfreunden, dass die ein bisschen zusammen irgendwie was unternehmen, irgendwie gucken, ne? Und dann, wir haben ja inzwischen haben wir ja auch schon wirklich viele Pärchen jetzt, also keine Liebespärchen, obwohl ich glaube, die haben wir auch. Nein, aber Leute halt, die schon auf einem Grundstück gemeinsam bauen, die sich hier vielleicht kennengelernt haben, mehr oder weniger.
waren erst Nachbarn, wisst ihr, und dann, ja, verstehen sich gut und dann quatschen die zusammen und oh, das wäre auch cool und das wäre auch cool und ach Mensch, das können wir auch mal machen, komm, wir fragen mal und so und schwuppdiwupp. Und wenn wir sehen, dass hier so Leute auch so ein bisschen Einsatz haben und das sind auch sonst Fallen, die nicht irgendwie durch blöde Sachen auf, ne, dann haben wir da überhaupt kein Problem mit. Dann können da auch noch mehrere Leute auf einem Grundstück bauen. Ne, gerade wird auch in Memphis City, glaube ich, drüben so eine Arena gebaut. Da helfen auch ganz viele mit. Also da gucken wir schon immer, dass da immer so ein bisschen was entsteht. Sowas kann ich hier selten machen, weil ich ja meistens, ihr wisst das, selber überhaupt nicht weiß, was ich als nächstes baue. Und das sind also Zufallsprodukte hier immer, ne? Ist alles sehr spontan, also meistens jedenfalls, ne? So. Ja, genau, hier bin ich gerade runtergefallen. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so wackelig bin irgendwie. Keine Ahnung. Stimmt, das Wetter. Schieben wir es mal einfach aufs Wetter. Das machen hier alle immer ganz gern. Hier ist das ja auch immer Thema auf dem Server. Wenn es mal anfängt zu regnen, dann kommt immer gleich sofort von allen Ecken und Enden so. Oh, ne? Ich finde das gar nicht schlecht. Auch beim Bauen nervt es immer ein bisschen. Man rutscht dann auch gerne mal aus und so. So, wie war das jetzt? Hier noch ein Block drauf, dahin und dann da zwei. Ne, eine nur drauf. Der hätte mich gleich da drauf stellen können. Komm, dann mache ich das mal. Ist einfacher. Als immer dieses Baugerüst zu bauen. Ja, jetzt sind mir natürlich die Stufen ausgegangen. Das ist natürlich völlig klar. Das ist, dass das jetzt passiert. Ne? Ich habe mir so vorgenommen, hier mal wirklich eine flüssige, spritzige Folge zu machen, wo wirklich alles mal funktioniert. Aber nö. Aber nö. Aber nö. Das wird mir nicht gelingen heute und das wird mir, glaube ich, auch nie gelingen. So. Müde darüber. Oh, das ist so, als würde man sich die Schienbeine stoßen, wenn man darüber rennt. So. Ne? Ja, wie sowas. Finde ich jetzt jedenfalls. Ihr müsst mir ja nicht zustimmen, wenn ihr nicht wollt. Jetzt mache ich den wieder weg, weil ich wieder irgendwie das verpennt habe. Jetzt sag nicht, dass ich kein Holz mehr habe. Da werde ich aber jetzt hier die Krise bekommen. Obwohl, ist ja kein Problem. Stell dich mal eben den Super Sandkasten an und dann hat sich das erledigt. Ja, guck mal so ungefähr. Jetzt guck, möchte mal von da drüben. Hier drüben habe ich nämlich gestanden. Ist das schon wieder an die Klappe? Habe ich selber aufgemacht. Hier drüben habe ich nämlich gestanden. Ach, da fehlt nur eine. Da fehlt nur eine da in der Mitte. Ach. Ja, okay, kann ich dann gleich noch machen. Aber ich denke, das ist schon ganz okay. Das ist schon irgendwie ganz lustig so. Müssen wir vielleicht nochmal von unten noch schauen, ne? Da entwickelt sich auf jeden Fall irgendwas, ne? Ich weiß nicht was, aber es entwickelt sich was. Achte Stufe können wir auch mal hier endlich hinbauen. Wollte ich schon seit Wochen tun. Eine Stufe brauchen wir auch genau noch. Ach komm, dann machen wir das doch einfach mal eben. Ist doch alles schnurzpiepegal. Achtung, Schienenbeine, ne? Diesmal mache ich das intelligenter. So. Dann rennen wir darüber. Ups. Ja, hier Einsteiger, die fragen auch gerne mal nach Creepern und TNT-Explosionen. Also, wenn sie aus Versehen mal in dem Creeper in die Arme rennen oder was, ne, ob die dann bestraft werden, weil dann eventuell Gebäude kaputt beschädigt werden, kaputt gemacht werden. Ne? Und das ist natürlich so, bei uns ist immer noch, sind die Creeper abgeschaltet, die explodieren nur. Ja, die verpuffen eigentlich eher. Können euch dann verletzen, ja, aber können keine Gebäude zerstören. Das ist noch nichts hier. Ne? Das ist noch zu durcheinander. Da müssen wir die ganze Zeit, werden wir nur mit Aufbauarbeiten wieder beschäftigt. Wir haben ja noch nicht mal alles, ja, so halbwegs. Obwohl, ich habe da nichts gegen, mich persönlich. Da müssen wir einfach mal gucken. Müssen wir mal gucken, was die Spieler dazu sagen und so, wie das wohl geht. Ne? Jedenfalls braucht ihr da keine Angst haben als Gäste, wenn ihr hier mal einem Creeper in die Arme rennt und der kann nichts kaputt machen, ne? Und höchstens nur euch, ne? Und ihr seid ja dann egal. Nein, ihr seid herzlich willkommen und könnt euch immer umgucken. Ich empfehle halt immer den Gästen, sich möglichst ruhig erstmal so zu verhalten und nicht so viele Fragen so zu stellen. Wo ist das? Wo ist das? Wie geht das? Wie ist das? Ne? Aber gut, da kann ich euch immer noch was von erzählen. Ich sehe nämlich jetzt einfach, dass meine Zeit zwar noch nicht, aber die Zeit des Videos abgelaufen ist. Und dann freue ich mich dann demnächst auf die nächste Folge und auf euch. Und macht's gut. Bis dahin erstmal, euer Vorbuddler.